Lecția 21, partea a doua. Să ne îmbogățim vocabularul cu câteva cuvinte uzuale. Ascultați și repetați. Die Angelegenheit. Treaba. Die Auskunft. Serviciu de informații. Die Bestimmung. Hotărâre. Dringend. Urgent. Repede. Genau. Exact. Das Gespräch. Convorbirea, discuția. Der Nachmittag. După amiaza. Net. Amabil, simpatic, leneș. Wichtig. Important. Der Zoll. Vama. Die Zollbestimmung. Dispoziția vamală. Iată cuvintele noi în propoziții. Das ist meine Angelegenheit. Asta este treaba mea. Entschuldigen Sie, ich möchte eine Auskunft haben. Mă scuzați, aș dori informație. Kommt am Nachmittag ein Bus aus Berlin? Vine după amiază un autobuz din Berlin? Ich brauche diese Auskunft dringend. Am urgentă nevoie de această informație. Ich will ein Gespräch mit dem Chef haben. Aș dori să vorbesc cu șeful. Dieses Gespräch ist für mich sehr wichtig. Această discuție este foarte importantă pentru mine. Das ist nett von Ihnen. Este amabil din partea dumneavoastră. Muss ich für den Kaffee Zoll bezahlen? Trebuie să plătesc vamă pentru cafea? Das weiß ich nicht genau. Nu știu exact. Der Herr dort kennt die Zollbestimmungen. Domnul de acolo cunoaște regulile vamale. Nach dieser Bestimmung brauchen Sie keinen Zoll zu bezahlen. Conform acestei dispoziții, nu trebuie să plătiți vamă. Ist das ganz sicher? Asta e sigur? Ja, hier steht es ganz genau. Da, aici scrie clar. Completați următoarele propoziții cu cuvintele corespunzătoare. O convorbire cu București, vă rog. Bitte nach Bucharest. Bitte ein Gespräch nach Bucharest. Această convorbire este urgentă. Dieses Gespräch ist dringend. Cunoști deja noile dispoziții vamale? Kennst du schon die neue Zollbestimmung? Este foarte important? Ist es sehr wichtig? Da, această dispoziție este nouă. Ja, ist ganz neu. Ja, diese Bestimmung ist ganz neu. Nu cunosc exact dispoziția. Ich kenne sie nicht genau. După masă îmi sun prietenul. Rufe ich meinen Freund an. Am Nachmittag rufe ich meinen Freund an. El plătește vama pentru mașină. Er bezahlt Zoll für den Wagen. Asta e amabil din partea ta. Das ist nett von dir. Această informație este foarte importantă pentru mine. Ist für mich sehr wichtig. Diese Auskunft ist für mich sehr wichtig. Asta este treaba mea. Das ist meine Angelegenheit. Toată după masă sunt la birou. Bin ich im Büro. Den ganzen Nachmittag bin ich im Büro. Iar acum să folosim forma de plural a unor substantive în propoziție. Meine Angelegenheiten sind nicht deine. Treburile mele nu sunt ale tale. Die Bestimmungen sind für Herrn Winter neu. Aceste dispoziții sunt noi pentru domnul Winter.
Er kennt diese Zollbestimmungen nicht. El nu cunoaște aceste dispoziții vamale. Mit der Lehrerin sind die Gespräche immer interessant. Discuțiile cu profesoara sunt întotdeauna interesante. Die Nachmittage habe ich immer für dich. După amiezele, le păstrez pentru tine. Iar acum traduceți în germană. Cumperi pantaloni albi? Kaufst du die weiße Hose? Vedeți copilul acela mic? Seht ihr das kleine Kind dort? Vă place noua mașină, domnule Rode? Gefällt Ihnen der neue Wagen, Herr Rode? Iei pasta de dinți albă, Eva? Nimmst du die weiße Zahnpaste, Eva? Îți cumperi creionul negru? Vă place fotbalul nou? Gefällt euch der neue Fußball? Vedeți casa mare? Seht ihr das große Haus? Vă cumpărați rochia neagră, doamnă Schmidt? Kaufen Sie sich das schwarze Kleid, Frau Schmidt? Îl cunoașteți deja pe noul profesor? Kennt ihr schon den neuen Lehrer? Duceți cu voi geamantanul negru? Nehmt ihr den schwarzen Koffer mit? În continuare, ascultați cu atenție următoarele propoziții. Hier ist der schöne Park. Aici este frumosul parc. Hier sind die schönen Parks. Aici sunt frumoasele parcuri. Er kennt den französischen Roman. El cunoaște romanul francez. Er kennt die französischen Romane. El cunoaște romanele franceze. Sie liest die deutsche Zeitung. Ea citește ziarul german. Sie liest die deutschen Zeitungen. Ea citește ziarele germane. Wie gefällt Ihnen diese große Wohnung? Cum vă place această locuință mare? Wie gefallen Ihnen diese großen Wohnungen? Cum vă plac aceste locuințe mari? Dieser schöne Koffer gehört mir nicht. Acest frumos geamantan nu mi-aparține. Diese schönen Koffer gehören mir nicht. Aceste frumoase geamantane nu mi-aparțin. Er spricht mit der Sekretärin der neuen Abteilung. El vorbește cu secretarea noii secții. Er spricht mit den Sekretärinnen der neuen Abteilungen. El vorbește cu secretarele noilor secții. Wollen Sie das nicht der netten Verkäuferin sagen? Nu doriți să spuneți acest lucru amabilei vânzătoare? Wollen Sie das nicht den netten Verkäuferinnen sagen? Nu doriți să spuneți acest lucru amabilelor vânzătoare? Hier ist die neue Schreibmaschine meiner Schwester. Aici este noua mașină de scris a sorei mele. Hier sind die neuen Schreibmaschinen meiner Schwestern. Aici sunt noile mașini de scris ale surorilor mele. Kennen Sie das neue Buch dieses Schriftstellers? Cunoașteți noua carte a acestui scriitor? Kennen Sie die neuen Bücher dieser Schriftsteller? Cunoașteți noile cărți ale acestor scriitori? Wo sitzen die französischen Kinder? Unde stau copiii francezi? Ich kann mit diesem kaputten Füller nicht schreiben. Nu pot să scriu cu acest filou stricat. Ich kann mit diesen kaputten Füllern nicht schreiben. Nu pot să scriu cu aceste silouri stricate. Ist das der neue 10-Mark-Schein? Aceasta este noua bancnotă de 10 mărci? Sind das die neuen 10-Mark-Scheine? Acestea sunt noile bancnote de 10 mărci? Completați următoarele propoziții în limba germană cu cuvintele corespunzătoare.
Aici sunt frumoasele hoteluri ale Bucureștiului. Hier sind Hotels von Bucharest. Hier sind die schönen Hotels von Bucharest. El citește ziarele germane. Er liest Zeitungen. Er liest die deutschen Zeitungen. Aceste geamantane mari nu sunt ale mele. Koffer gehören mir nicht. Diese großen Koffer gehören mir nicht. El vorbește cu amabilele secretare ale secției. Er spricht mit Sekretärinnen der Abteilung. Er spricht mit den netten Sekretärinnen der Abteilung. Nu vreți să arătați aceasta amabilelor românce? Wollen Sie das nicht Rumäninnen zeigen? Wollen Sie das nicht den netten Rumäninnen zeigen? Nu pot să scriu cu aceste stilouri stricate. Ich kann mit Füllern nicht schreiben. Ich kann mit diesen kaputten Füllern nicht schreiben. Acestea sunt noile bancnote de 10 mărci? Sind das 10 Mark Scheine? Sind das die neuen 10 Mark Scheine? Cunoașteți cărțile scriitorilor germani? Kennen Sie die Bücher Schriftsteller? Kennen Sie die Bücher der deutschen Schriftsteller? Mie îmi plac magazinele frumoase. Geschäfte gefallen mir. Die schönen Geschäfte gefallen mir. În continuare traduceți din română în germană. Profesorul îi întreabă pe elevii români. Der Lehrer fragt die rumänischen Schüler. Îmi plac aceste romane germane. Nu cunosc articolele nehotărâte. Ich kenne die unbestimmten Artikel nicht. Aceste mașini noi nu mi-aparțin. Diese neuen Wagen gehören nicht mir. Ea citește magazinele germane. Sie liest die deutschen Illustrierten. Marile parcări sunt în fața hotelului. Die großen Parkplätze sind vor dem Hotel. Cum vă plac aceste locuințe mari? Wie gefallen Ihnen diese großen Wohnungen? Nu citesc aceste ziare vechi. Ich lese diese alten Zeitungen nicht. Noile dispoziții vamale sunt foarte exacte. Die neuen Zollbestimmungen sind sehr genau. Să învățăm câteva cuvinte și expresii noi. Anmelden. Anunța. Darüber. Despre aceasta. Erreichen. A găsi, a ajunge din urmă. Verbinden. A da, a face legătura. Worum. Despre ce. Wovon. Despre ce. Zurückrufen. A rechema. Es handelt sich um. Este vorba despre. Sobald wie möglich. Cât se poate de repede. Să folosim acum cuvintele și expresiile noi în propoziții. Können Sie mich mit der deutschen Botschaft verbinden? Ați putea să-mi faceți legătura cu ambasada germană? Kommen Sie bitte so bald wie möglich. Veniți cât se poate de repede, vă rog. Handelt es sich um die neuen Zollbestimmungen? Este vorba de noile dispoziții vamale? Ja, ich möchte eine Auskunft darüber haben. Da, aș dori niște informații despre acestea. Worum handelt es sich? Despre ce este vorba? Melden Sie bitte ein Gespräch nach Kiel an. Anunțați o convorbire cu Kiel, vă rog. In einer halben Stunde rufe ich zurück. Într-o jumătate de oră vă sun din nou. Wie erreiche ich jetzt Herrn Victor? Cum aș putea să-l găsesc acum pe domnul Victor? Wovon spricht die neue Sekretärin? Despre ce vorbește noua secretară?
Încercați să traduceți următoarele propoziții în germană. Ea îi face legătura cu firma Kodak. Sie verbindet ihn mit der Firma Kodak. El vine la dumneavoastră cât se poate de repede. Er kommt so bald wie möglich zu Ihnen. Despre ce este vorba aici? Worum handelt es sich hier? Este vorba despre noile dispoziții vamale. Es ist die Rede über die neuen Zollbestimmungen. Secretara anunță o convorbire. Die Sekretärin meldet ein Gespräch an. Despre ce vorbește doamna Schmidt? Wovon spricht Frau Schmidt? Informația despre aceasta este exactă? Ist die Auskunft darüber genau? Peste o jumătate de oră vă sun din nou. In einer halben Stunde rufe ich zurück. Cum aș putea să-l găsesc pe domnul Victor? Wie kann ich Herrn Victor erreichen? Oder wie erreiche ich Herrn Victor? Oder wie ist Herr Victor zu erreichen? Este la numărul 79, 32, 67. Er ist unter der Nummer 793267 zu erreichen. El rămâne toată după amiază la firmă. Er bleibt den ganzen Nachmittag in seiner Firma. În continuare, traduceți propozițiile din germană în română. Das Telefon klingelt im rumänischen Generalkonsulat. Sună telefonul la Consulatul General Român. Eine Sekretärin meldet sich. O secretară răspunde. Herr Victor will mit Herrn Konsul Kurz sprechen. Domnul Victor vrea să vorbească cu domnul Consul Kurz. Aber leider ist Konsul Kurz im Augenblick nicht in seinem Büro. Din păcate, momentan, domnul Consul Kurz nu este în birou. Seine Sekretärin sagt, dass in einer Konferenz ist. Secretara lui spune că este la o conferință. Sie weiß nicht, wann zurückkommt. Ea nu știe când se întoarce. Consul Kurz soll Herrn Victor so bald wie möglich anrufen. Domnul Consul Kurz trebuie să-l sună cât se poate de repede pe domnul Victor. Herr Victor ist den ganzen Nachmittag in seiner Firma. Domnul Victor este toată după masa la firmă. Er ist unter der Nummer 793267 zu erreichen. El poate fi găsit la numărul 793267. Die Sekretärin richtet dem Konsul aus, er soll Herrn Victor anrufen. Secretara îi transmite domnului consul să-l sune pe domnul Victor. Am nachmittag zwischen 4 und 5 Uhr ruft Konsul Kurz zurück. După masa, între ora 4 și 5, domnul Kurz telefonează din nou. Er fragt ihn, worum es sich handelt. El îl întreabă despre ce este vorba. Es handelt sich um die neuen Zollbestimmungen. Este vorba despre noile dispoziții vamale. Acum traduceți din română în germană. Secție economică, Schmidt. Wirtschaftsabteilung, Schmidt. Bună ziua, domnule Schmidt. Guten Tag, Herr Schmidt. Aici firma Kodak, Victor. Hier firma Kodak, Victor. Pot să vă deranjez un moment? Darf ich Sie einen Augenblick stören? Nu deranjez deloc, domnule Victor. Sie stören durchaus nicht, Herr Victor. Despre ce este vorba? Worum handelt es sich? Despre noile dispoziții vamale. Um die neuen Zollbestimmungen. Aș dori câteva informații despre acestea. Ich möchte gern eine Auskunft darüber haben. Aș putea să vin la dumneavoastră la birou la ora 2?
Kann ich um 2 Uhr zu Ihnen ins Büro kommen? La ora 2 trebuie să mă duc la o conferință, din păcate. Um 2 Uhr muss ich leider in eine Konferenz gehen. Ați putea eventual veni la ora 4? Können Sie vielleicht um 4 Uhr kommen? Cu plăcere. Mulțumesc mult și la revedere. Gern. Vielen Dank und auf Wiedersehen. La revedere, domnule Victor. Auf Wiedersehen, Herr Victor. Cum vă place locuința mare? Wie gefällt Ihnen die große Wohnung? Aceste geamantane frumoase nu mi-aparțin. Diese schönen Koffer gehören mir nicht. El vorbește cu secretara noii secții. Er spricht mit der Sekretärin der neuen Abteilung. Aici este noua mașină de scris a sorei mele. Hier ist die neue Schreibmaschine meiner Schwester. Nu pot să scriu cu aceste stilouri stricate. Ich kann mit diesen kaputten Füllern nicht schreiben. Acestea sunt noile bancnote de 10 mărci? Sind das die neuen 10-Mark-Scheine? Aceste mașini noi nu sunt ale mele. Diese neuen Wagen gehören mir nicht. Noile dispoziții vamale sunt foarte exacte. Die neuen Zollbestimmungen sind sehr genau. Peste o jumătate de oră sunt din nou. In einer halben Stunde rufe ich zurück. În finalul acestei lecții urmează obișnuitul exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție. E. Monate. Söhne. Freunde. Erreiche. Heute. Meine Straße. Fahrkarte. ER. Vorher. Dieser. Nummer. Einer. Gegenüber. Welcher. Kugelschreiber. EL. Zirkel. Apfel. Artikel. EN. Anrufen. Polizisten. Diesen guten Verwandten. Ihren. Haben. Einen. NEN. Schülerinnen. Öffnen. Freundinnen. Lernen. Verkäufer.